Hallihallo und herzlich willkommen zum What the Nerd Podcast. Ich begrüße heute zum ersten Mal den Jano. Hi Jano. Hi. Ja, schön. Danke, dass ich hier bin. Sein darf. Ja. Ja. Man hört es schon an der Soundqualität. Wir haben uns heute hier ins Tonstudio der Bauhaus-Universität Weimar gekuschelt. Grüße an Fabian, der da vorne hinter der Technik sitzt und uns aufnimmt. Ganz professionell. Ja. Gemütlich. Und teuer. Hi, hi Fabian. Gehört, ja. Super. Ja, Jano, du bist ja vollkommen neu hier. Sag doch mal was zu deiner Person. Ja, ich bin 22 Jahre alt, studiere Medienkunst und Gestaltung in Weimar mit dir zusammen. Jetzt schon im dritten Semester geht jetzt los. Bin so auch in Richtung Film verguckt und verliebt. Hab vorher auch viel mit Film gemacht, schön gesagt. Ne? Ja, das ist super schön. Mach auch was auf YouTube, youtube.com/Jan und Konsorten. Diese Werbung sei an dieser Stelle erlaubt. Jan und Konsorten, genau. Heißt der Kanal. Jano und Konsorten, Jan, genau. Jano, ja. Ja. Steht auch im Autokorrekt. Ach, jetzt auch im Autokorrekt steht Jan, ja. Nee, bitte Jan und Konsorten eigentlich. Nee, ja. Und Film interessiert auch, anders als du, glaube ich, wer dich kennt. Dich kennt hier jeder, ne? Wir sind hier unter einer bekannten Zuschauerschaft. Klar, klar, das ist schön. Ja, nee, ich freue mich hier zu sein. Ja. Ja, schön, Jano, schön, Jano. Schön, dass man mal so einen richtig haptischen Partner hat, den man auch mal anfassen kann. Ja, hört ihr das? Das ist schön, ne? Das ist Fleisch, das auf anderes nacktes Fleisch klatscht. Ja. Hier hinter der Scheibe im Tonstudio. Genau. Genau. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen, das momentan meine Lebenswelt ziemlich... Jetzt mach doch mal bitte dein Handy aus hier. Red das einfach weiter. Am Ende haben wir diese Störung. Stoppuhr auf dem machen, damit ich mal weiß, wie lange wir überhaupt reden. Ach so. Okay. Bist du nicht so. Aber du bist schon im Flugmodus, ne? Ja, ich bin im Flugmodus. Mhm. Okay, wir haben doch jetzt auch einen Techniker, der uns sagen würde, wenn es wenn da so Geräusche drauf wären. Genau. Grüße Fabian nochmal. Genau. Hey Fabian. Okay, du wolltest... Genau, wir sprechen heute über ein Thema, das momentan deine und meine Lebenswelt sehr beeinflusst. Mhm. Es geht um... unser Medienkunststudium. Uiuiui. Da merkt man schon mal, ich würde jetzt Mediengestaltung sagen, weil ich finde, es wirkt deutlich seriöser. Ja, also man sagt ja, also oft werden ja Berufe ausgeschrieben, man sucht Mediengestalter. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, Medienkünstler. Das hat halt, finde ich, dieses freie Element. Also ich muss sagen, das kann man gleich mal sagen, der Studiengang heißt ja Medienkunst und Mediengestaltung. Und ich muss sagen, ich wähle schon mal bewusst aus, wem ich gegenüberstehe. Also nicht, wem ich gegenüberstehe, sondern was ich dieser Person, der ich gegenüberstehe, genau sage, was ich mache. Ja. Machst du das auch? Nee, ich sag immer Medienkunst tatsächlich. Weil ich finde, okay, Gestalter klingt irgendwie ein bisschen professioneller, aber auch so ein bisschen... Ist so irgendwas so ein mit bisschen, Medien mehr, ja, ne? Genau. Ja, genau. Und bei Künstler, da fühle ich mich noch so ein bisschen... Also da fühle ich mich so ein bisschen wichtig. Okay. So einfach so ein bisschen... Ja, also das, ich finde auch, dass Kunst, dass dieses Künstler schon wieder bei der gehobeneren Schicht wirken könnte. Dann gibt es so diese Mittelschicht, wo Mediengestaltung... Da kommt es gar nicht gut an, ne? Nee, da Kunst. Ist Mediengestaltung besser, finde ich, so. Ja. Und darunter ist eh egal. Nee, keine Ahnung. Da werden wir überhaupt nicht gefragt. Genau. Das ist ja wirklich. Wir geben uns ja so da nicht ab. Genau. Das ist richtig, genau. Genau. Und ja, wir denken, dass sehr viele Zuhörer dieses Podcasts, beziehungsweise sowieso sehr viele Jugendliche momentan überlegen, studiere ich irgendwas mit Medien? Und zufällig ist der Studiengang Medienkunst, Mediengestaltung genau das, nämlich irgendwas mit Medien. Medien. Ja, tatsächlich. Ja, das ist sogar tatsächlich der offizielle Untertitel des Studiengangs auf der Bauhaus-Universität Webseite. Und es stimmt auch, weil man wirklich sehr frei machen kann, was man will hier eigentlich. Genau. Also medial gesehen. Das ist Radio, toll. Hört man hier gerade. Super, genau. Film, im Radiostudio. Interface Design, also Webdesign und sowas. Programmierung, Textil. Ja, Textilverarbeitung. Alles. Stalking. Ja, alles. Gibt nein, alles. Nein, nein. Ich habe das selbst alle technischen Möglichkeiten der Bauhaus-Universität ausgeschöpft. Mich vollkommen selbst neu entdeckt. Ich noch nicht, aber ja, ich bin dabei. Ich hatte schon im ersten Semester durch alles. Ja, genau. Wir sind jetzt im dritten Semester. Wir haben also ein Jahr genau hinter uns. Und, es ging rum wie im Flug, oder Jano? Es ging total schnell rum. Es ging so rum. Und man sagte uns am Anfang, man soll schön viel breit wählen, damit man sich so einen Überblick verschaffen kann. Und viele haben uns als Tipp gegeben, man soll sich dann mit der Zeit auch langsam spezialisieren. Und sonst das geht bei uns jetzt eigentlich los schon, Fachidiot. Oder? Fachidiot. Ja, genau. Ne? Du bist auch Filmer, ne? Ich? Ja, also im Filmbereich. Ich bin auch Filmer, ja. Ja, wir beide so. Ja. Ja, das kann man ja nochmal sagen. Ich weiß nicht, was die Leute wissen. Das ist natürlich richtig. Ich erzähle jetzt genau. Von dir. Ja. Aber ich dachte, also ich will mal ganz ehrlich mit euch sein. Wir haben schon einmal versucht, diesen Podcast aufzunehmen. Aber da war die Soundqualität so furchtbar, dass wir uns gedacht haben, okay, setzen wir uns nochmal zusammen und machen einfach nochmal alles besser als beim letzten Mal. Genau, wir haben aber viel Zeit dazwischen verstreichen lassen. Ich mir das auch nicht nochmal angehört, du natürlich, als du es dir kurz einmal reingehört hast, damit wir jetzt natürlich nicht dasselbe labern und es nicht so gestellt wird. Genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Jano, das war letztes Mal schon ziemlich förmlich.
Förmlich. Förmlich. Ich fand es ziemlich förmlich und ziemlich trocken und ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, weil ich so diese ganzen Bauhaus-Uni-Details alle schon kenne. Ich weiß inzwischen, wie das mit dem Studium läuft. Aber ich habe gedacht, lass uns ein bisschen persönlicher an das Thema rangehen. Gerne, können wir natürlich dann noch irgendwie eine ernsthafte Empfehlung oder auch Nicht-Empfehlung an unsere Zuhörer aussprechen, was so ein Kunst-, Mediengestaltungsstudium angeht. Aber erstmal so ein bisschen über so eine private, persönliche Erfahrung reden. Wie war dein erster Tag hier an der Uni? Oh, mein erster Tag? Das war, wir haben uns alle in so einer in der Mensa getroffen, also alle Studiengänge. Und ich kam auch rein, fast zu spät. Ich bin sonst eigentlich immer pünktlich, das war komisch, aber da kam ich auf jeden Fall rein und was machst du hier? Eigentlich, ich meine, versuch eher, ach so, also zum Mikro, das große Problem beim letzten Podcast war, dass wir uns angeschaut haben beim Reden, weil Jan und ich können nicht anders, als uns anzuschauen, wenn wir miteinander reden, du auch. Jan. Danke. Nee, erster Tag auf jeden Fall, kam ich da rein und dachte, boah, jetzt studiere ich mit so vielen Leuten zusammen, das ist Studium, wie man es kennt. Dann habe ich irgendwann verstanden, dass von diesen ganzen Menschen, die ganzen Studiengänge, abgingen und im Endeffekt saßen dann da nicht mehr viele und mein Studiengang bestand dann noch aus so, ich glaube, wir waren 46 oder so. Und das war total aufregend, fand ich, weil, also ich habe auch keine Geschwister, die jetzt schon studiert haben oder so. Es war halt so das große, man lacht jetzt heutzutage, akademische Leben, was wir natürlich gar nicht haben. Aber in dem Moment, ja, war es so. Und ich fühlte mich natürlich, neuer Lebensabschnitt, klar, neue Wohnung und alles, etwas allein in der Welt, gerade Weimar. Ich komme aus Lübeck, das sind so 6 Stunden, das ist ein Stück. Aber irgendwie auch cool, bin zufrieden. Ja, nur da ist gerade so eine ganz geheime Geheimnotiz aufgeploppt an deinem Handy. Oh ja. Ich, davon wusste ich nichts. Ja, das ist das, was ich dir schon erzählt habe. Du lenkst heute aber auch ab. Also ich dachte, sorry, aber es ist also auch wirklich, man will wirklich ernst darüber reden, okay. Ja, mein erster Tag an der Uni war ähnlich, aber ich würde sogar noch vielleicht einen kleinen Schritt davor gehen. Ich habe nämlich ungefähr so 3-4 Tage, bevor die erste Woche begann, in Weimar verbracht. Ich war schon etwas früher da. Ich auch bin in mein Studentenwohnheim eingezogen. Du wohnst ja in der eigenen Wohnung. Genau. Du hast ja eine Einraumwohnung. Du warst ja wirklich komplett isoliert. Richtig. Hattest ja niemanden. Und das war krass. Stimmt, da können wir auch nochmal. Ja, aber erzähl was. Und ich hatte nämlich schon einen Mitbewohner zu der Zeit, der auch ganz okay zu sein schien. Super lustige Anekdote, leih ich mir am ersten Tag von meinem Mitbewohner so einen Zollstock aus, nur um irgendwie die Decke zu vermessen, um zu schauen, wo ich meine Vorhänge hinheben muss. Ja. Hab den Zollstock zerbrochen am ersten Tag beim Abmessen eines Fensters. Anekdote, Er war wirklich echt alt, Der Zollstock. Hab ich ihn wahrscheinlich zerbrochen vor die Tür von meinem Mitbewohner gelegt, hab einen Zettel dazu geschrieben, sorry, und hab noch 20er dazu gelegt. Ja, nee, 20er für einen Zollstock. Ja, 20er für einen Zollstock. Ist nicht dein Ernst, ne? Ich kaufe nicht so oft Werkzeug, ich kann den echten Preis davon nicht wirklich. Ich sag mal 2 Euro, bist du gut dabei, kriegst schon ein Edelmodell. Gut, aber auf jeden Fall, bei mir war es tatsächlich auch so, ich war, glaube ich, so 4 Tage vorher da, alle Sachen rübergepackt und dann standen die ganzen Kisten rum, wie man das kennt, Küche musste ich noch aufbauen, war ein Horror, fehlt noch Teile und so, ach Gott, nee, und dann echt diese 2 Tage, die ich dann noch hatte, wo nichts los war, da war ich echt so ein bisschen, alleine irgendwo in der Wohnung in Weimar, kennst keine Sau. Das ging schon so ein bisschen auf die Stimme, auf die Psyche auch, fand ich. Fandest du? Also wirklich? Es war gut, dass, ja, ganz ernsthaft. Aber ich fand es gut, dass es dann losging. Also sonst hätte ich habe auch so gedacht, also auch wir haben ja dann sehr schnell uns unter anderem gefunden und Freunde gefunden, kann man ja mal so sagen, hätte ich das nicht, würde mich da nichts halten, weil das halt komplett neu war. Ich keine Leute, also es ging uns ja allen so. Aber ich, wie gesagt, ich komme nicht aus der Gegend, ich kenne nichts hier, Thüringen noch nie gewesen vorher. Ist mir dann in dem Moment klar geworden, echt auch krass, ein krasser Schritt, das einfach zu machen. Habe ich nie so drüber nachgedacht, bis ich da war. Wie war das bei dir? Also ich empfand diese ersten Tage als eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ja, eine das der, trotzdem. Der wertvollste Erfahrung meines Lebens. Ja, ich auch, aber nicht unbedingt positiv. Also natürlich in dem Moment erstmal nicht. Der Erfahrungswert positiv. Bei wie so vielen Dingen denkst du erst, furchtbar, und im Nachhinein denkst du, wie so eine Mutter, die sagt, später wirst du verstehen, dass es für für was aber trotzdem war es in dem Moment natürlich furchtbar. Man fühlte sich natürlich schon sehr einsam. Genau. Ja, das meine ich. Aber irgendwie bin ich da auch dran aufgegangen. Also ich muss absolut sagen. Absolut, ich auch. Doch. Ja, nein. Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Nee, es gab, glaube ich, einen Tag. Das muss so mein erster. Bei meinem ersten Tag habe ich mich noch nicht so richtig getraut, rauszugehen. Habe ich meine Möbel aufgebaut und Filme geschaut. Und am zweiten Tag habe ich mir dann wirklich so einen Rucksack zusammengepackt, so ein paar Actimel rein
und ein geschmiertes Brot. Und Babybel. Babybel. Vorher schon das Wachs abgekratzt. Ja, ja. Und bin dann schön in die Stadt gegangen und hab mir gesagt, okay, das ist jetzt dein neues Zuhause. Geh raus und erkunde es. Schau es dir an. Ja. Und ich muss sagen, wie eigenartig fremd ich mich an dem Tag gefühlt habe, als ich durch die Gegend gelaufen bin, als ich in diesem hässlichen Atrium Rolltreppen hoch und runter gefahren bin, als ich die Parkplätze geschlendert bin, mir die Sehenswürdigkeiten der Stadt angeschaut habe. Da fühlte man sich schon absolut verloren, aber gleichzeitig auch so ein bisschen hatte man sich auch sich selbst gefunden. Denn also ich finde, dadurch, dass man irgendwo vollkommen neu und fremd und allein ist, da findet man, es klingt jetzt sehr transzendental, aber schon irgendwie so ein Stück weit zu sich. Ja, würde ich dir zustimmen, das vielleicht. Und das du darfst halt auch nicht vergessen, das ist dieser ganze Schritt, wenn man so will, zum Erwachsenen, zum Ausziehen, zum neue Wohnung, das Haus verlassen, das Elternhaus, das ist natürlich ein riesiger Schritt. Ne? Ja. Und das fließt da alles mit rein, definitiv, ja. Das stimmt. Und das prägt. Und ich würde auch zum Beispiel auf jeden Fall jedem empfehlen, weiter wegzugehen. Wollte ich gerade sagen, ich habe also viele Freunde, die studieren irgendwie 100 Kilometer weit weg, genau. Aber fahren lieber jeden Tag einmal mit dem Zug zur Uni, weil sie nämlich lieber noch zu Hause bleiben wohnen wollten, weil klar, einfach weil es bequemer aber ist, genau. Ja. Aber das rentiert sich wirklich nicht für euer Leben, für euren Charakter. Es ist wirklich sehr viel wertvoller. Es ist wie das erste Mal alleine einkaufen gehen. Hatte ich noch nicht. Okay. Ja, deine Mutter schickt dir immer noch so Care-Pakete. Ja, meine Mutter schickt mir immer noch die Babybel, Actimel und die Butterbrote von zu Hause zu. Richtig. Jeden Morgen die Brotbox, also für den Tag da drauf. Ja. Genau, so ist es. Per Express. Und mein erster Unitag, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich nicht so furchtbar wohl gefühlt. Also wir standen in einem großen Kreis, ich überspringe jetzt einfach mal das Langweilige in der Mensa rumgammeln. Ja. Du musst jetzt nicht meine Sachen so abwerten. Ja nicht, nein, ich wollte nicht deine Geschichte, war auch toll. Ja, danke. Ich fand sie auch spannend. Ich finde es auch, man muss es doch mal erwähnen, dass es eine schöne Geschichte war. dass ich auf der Heizung saß in der Mensa. Saß du? Ja. Ich hatte, glaube ich, noch eine Studie gekriegt. Dann saß nämlich ein Mädchen neben mir auf der Heizung, das du auch kennst, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, hat dann zu mir gesagt, dass man Hämorrhoiden davon bekommt, wenn man auf der Heizung sitzt. Ernsthaft? Ja. Ich weiß schon, wer es war. Weißt du, wer es war? Kann ich mir schon denken. Ja, dass die so ehrlich ist. Ja, und so. Genau. Naja. Ja, okay. Und ich saß da, habe irgendwelche Leute neben mir angegrinst, weil ich dachte, mit denen studierst du jetzt zusammen, aber war ja dann gar nicht so. War auch gut. Hast du dich schon an die Mädchen rangemacht, mit denen du am Ende gar nichts zu tun hast? Das habe ich nicht gemacht, aber... Gut. da hat das Mikro übersteuert. Genau. Wir standen nachher in so einem großen Kreis. Mhm. Es kam mir so ein bisschen pseudopädagogische Kindergartenübung-esque vor. Wir haben uns quasi gegenseitig den mentalen Ball zugespielt und immer die Person links oder rechts von uns vorgestellt und lustige... Anekdote? Anekdote, Jano, erzähl bitte. Ich war dieses Jahr ja Tutor und wir haben genau das gleiche Spiel gemacht. Schön. Fandest du es damals so toll, dass du dachtest, ja, das möchte ich wieder machen? Wir haben gleich gesagt, wir machen es nicht. Und als wir dann am Tag da waren, wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und im Nachhinein fand ich es super, weil man hat plötzlich in die Runde geguckt und alle haben miteinander geredet. Also ich bin mittlerweile Verfechter dieses Spiels. Da will ich natürlich gar nichts dagegen gesagt haben. Aber du kannst dir sicher vorstellen, oder du kannst natürlich nachvollziehen, dass wenn du selbst Teil dieses Kreises bist, du es so blöd findest, das vereint aber auch die Leute, die da sitzen. Das ist auch weil richtig. Nämlich dann sich dann alle angucken und sagen... Was für ein Scheiß. Ja. Genau, man muss ja vielleicht als Tutor auch so ein bisschen Feindbild sein oder so eine gewisse lächerliche Figur, denn das eint auch die Gruppe. Da haben ich würde sagen, das ist jetzt eher so die Ausrede für Tutoren, falls es halt daneben falls sie, geht. Dann kann man halt sagen, wir wollten Feindbild kreieren, was ein bisschen lächerlich auch Nuancen der Lächerlichkeit hat. Feindbild. Aber von der Sache würde ich das jetzt nicht so definieren. Aber okay. Ja, genau, also wir standen da auf jeden Fall in dem Kreis und die Person rechts von mir, war 30 Jahre alt, auch wenn sie bei weitem nicht so aussah. Und kam direkt von Arte und war Cutter. Und die Person links von mir war... Sagte sie, muss man auch mal sagen. Meinst du, vielleicht ist er gar nicht? Das möchte ich damit gar nicht andeuten, aber man weiß es eben nicht. Das ist ja generell so in der Branche. Hätte ich auch einfach behauptet, ich wäre Cutter. Ja. Red weiter, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ganz unhöflich. Sorry. Verzeihung. Die Person links von mir war 24 und hatte schon ihr Lehramtsstudium hinter sich. Ja, Jesse stand neben mir. Ja, da habe ich mich natürlich direkt ziemlich schlecht gefühlt, weil ich so direkt vom Abi irgendwie in die Uni reingefallen. Hast noch kein Studium versucht? Noch kein Entschuldigung, erstes Studium. Ja, okay. Die hört sie eh nicht. Nee, stimmt. Und
Genau, da habe ich mich natürlich ein bisschen mies gefühlt. Ich kam mir wie so ein was sagt man, Nestküken, Nesthäkchen. Häkchen? Was ist das denn für ein Wort? Nesthäkchen. Ja. Das gibt's, Häkchen. Macht gar so keinen Nesthaken. Sinn. Ich kam mir vor wie so ein Nesthaken. Ja. Sagen, Fabian, okay, schön, dass du noch zuhörst. Und das ist unser Techniker. Hey, Fabian! Hey! Genau. Der spricht jetzt auch über eine Sprechanlage mit uns. Das ist wirklich ein Studio, hört man das nicht? Vorstellen. Fabian, hört man dann Hey auf den Aufnahmen? Ich weiß es nicht genau. Aber ich, ich weiß es nicht. Schade. Gut. Es geht weiter. Nesthaken. Genau, kam vor wie so ein Nesthaken. Aber für dich war es natürlich schon vollkommen anders, denn du hattest ja schon dieses eine Jahr nach dem Abitur verstreichen lassen. Richtig. Vor dem. Ach ja, das wissen die Leute ja gar nicht. Durfte ich das nicht verraten, Jan? Nein, natürlich. Ich stehe da voll hinter. Ich habe tatsächlich ein Jahr, war ich kurz in Neuseeland, dann in Seattle. Und dann bisschen Backpacker-Urlaub durch Ozeanien. Nein, völliger Quatsch. Nee, ich bin eigentlich im schönen Good Old Germany geblieben. Habe ein paar Freunde, die dann schon angefangen haben zu studieren, besucht und in erster Linie gearbeitet. Auch versucht mich etwas, klingt jetzt sehr lustig, ich weiß, aber ich meine es ernst, selbst zu verwirklichen. Also doch eher Kunst als Gestaltung. Nee. Also finanziell eher. Aber, finanziell und, zu verwirklichen. Ja, genau. Und so ein paar Jobs gemacht und so weiter. Und dann habe ich halt aber auch gemerkt, ja, jetzt hol dir doch nochmal so einen Bachelor. Den kriegst du dann an der Baus und die wohl recht geschenkt. Edel, einfach. Und aber auf jeden Fall hatte ich ein Jahr schon hinter mir, wo ich viel gemacht habe. War auch ein sehr ziemlicher Anti-Studien-Mensch. Das hat sich mittlerweile geändert, beziehungsweise anti-akademisch vergesst es. Red gegen Unis. Bist Rette du, mich. Du bist gegen Unis, Janu. Nicht so ganz, aber, also, aber du hattest auf jeden akademische Fall, Fleißarbeit. Ich verstehe schon. Also, du hattest keine Lust auf diese Theorie. Also jemand wie du, der ja auch im Bereich Film gehen will, der hatte vielleicht nicht so Lust, sich irgendwie mit 200 Leuten in Und wenn ich höre, wie Leute sich alle kaputt machen und alle nur noch, weil sie denken, also alle wollen nur noch das Geilste vom Geilsten machen, sich total kaputt, um einen geilen Lebenslauf zu haben. Für also Bachelor. Ich brauche das nicht. Ich weiß einfach, ich will es trotzdem, also ich mache das trotzdem, aber nicht mit so einem Scheiß. Also nicht mit, nein, tut mir leid, das ist jetzt lustig, und nicht mit so einer Education-Maschine, die jeder macht und alle heulen doch eigentlich nur rum, also das nervt mich total. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen so ein Hate-Trip. Mhm. Aber das wollen die Leute Das wollt ihr doch. Du da vor deinem Rechner, das willst du doch. Ich wollte schon immer studieren eigentlich, bin deshalb auch direkt, hab jetzt auch verzichtet auf jegliches FSJ, FKJ, FÖJ. Ja, das ist ja auch, also das ist... Obwohl, ach, ich weiß auch nicht, so ein FKJ, so... Was ist denn FKJ? FKJ. FKJ. Freiwilliges kulturelles Jahr. Hätte ich ja. Was ist das denn? Könntest du ins Museum gehen und die Sachen abstauben. Das ist ja wohl Bullshit, ja. Nee, das ist super. Nein, das ist einfach nur ein Lebenslauf aufzuschreiben. So viele Leute, die ein FKJ gemacht haben und haben gesagt, Geld? Richtig, nein, natürlich nicht. Ja, auch nicht. Deshalb heißt es doch Freiwilliges. Ja, aber das ist doch Ausbeute. Ja, oder so. Ich habe so viele Freunde, die FSJ, FÖJ, FKJ machen, einfach weil sie sagen, okay, Abi hat mich jetzt so gestresst. FÖJ ist freiwilliges ökologisches Jahr. FÖJ ist freiwilliges ökologisches Jahr. Ja, okay. Das ist so Garten, ich kenne FSJ, das gab es bei uns im Norden nicht. Betreuen und Robben. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin auch ein Mensch, der sagt, ich das ist genauso wie, also viele Leute sagen ja, spätestens 3 Monate nach dem Abi wird es langweilig, da hat man auch keine Lust mehr. Das ist auch Bullshit. Mir war kein einziges Mal langweilig. Echt? Vielleicht liegt das an meinem Typ, aber ich habe immer irgendwas gemacht. Du bist so ein busy Typ. Aber ich habe schon gemerkt, so in diesem halben Jahr zwischen Abi und Studienbeginn, ich bin so gestorben. Ich habe gedacht, ich will nie im Leben arbeitslos sein. Das war so ein anstrengendes Gefühl. Ich bin richtig eingegammelt. Das war gar nicht gut. Das ist ja noch was anderes. Aber weißt du, wenn du so einen PC hast und nach dem Abitur haben meine Eltern darauf verzichtet, mir zu sagen, ich soll ihn ausschalten, weil da war ja alles Wichtige gelaufen und ich war in so einer Leerlaufphase. Yeah. Oh, ich bin so vor dem PC versauert. Das war eine Furcht. Das liegt an meiner dass ich Person. Ganz schlecht damit umgehen kann, mit dieser Freiheit. Mittlerweile vielleicht besser, weil man das hier ja auch lernt. Mittlerweile, weil so meine Festplatte kaputt gegangen ist. Ja. Den Bogen schlagen, wieder zurück zum Studium. Ja, genau. Ja, mach doch mal, schlag doch mal den Bogen. Ich schlag mal den Bogen. Es ist ja, du sagst es gerade selber, Freiheit hat man hier ja sehr viel, muss man sagen. Ne? Also das habe ich vorher nicht mit gerechnet. Du? Es ist so, also physisch in der Uni sind wir vielleicht 6 bis 8 Stunden in der Woche, kann man so sagen. What? Echt? Nicht mal. Also letztes Semester war ich 3 Stunden in der Woche. Okay, der also Leute, wirklich kaum. Da sagen aber da muss man auch wirklich mal auf den Tisch hauen und sagen, das ist so, nur viel zu laut jetzt. Das ist nur in Medienkunst, Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar wahrscheinlich so. Genau. Aber, und dann muss man gleich nochmal auf den Tisch hauen, Achtung, weil
Man muss natürlich trotzdem super viel machen, weil man halt Projekte hat. Es gibt keine Klausuren oder so. Klingt erstmal alles wie ein Traum, aber dafür muss man halt seinen Film fertig machen oder andere Projekte. Man kann, das stimmt, ja, du zögerst. Natürlich kann man, bin ich auch absolut der Meinung, den Bachelor hier sehr einfach machen, ohne viel Aufwand. Bin ich überzeugt. Aber man kann eben auch viel draus machen. Das ist, also Und es das liegt liegt im ganz an Endeffekt dir. an dir. Oh, super schön gesagt. Ja. Letztens zum Beispiel hat jemand hier an diesen großen Holzstuhl, der vor der Uni-Bibliothek steht, so ein Pappschild dran geklebt, da stand dann zu verkaufen drauf. Ja. Und dann haben Annika und ich das 2 Tage später in so einer Broschüre für Masterprojekte der Ja. Universität gesehen. Es war ein Masterprojekt, das ist ja Das absoluter ist Irrsinn. traurig, ja. Oder Furchtbar. wie unser damaliger Tutor mal sagte, er ist 3 Monate durch Schrebergärten getourt und hat dort Porträts von Schrebergartenbesitzern angefertigt, während sein Kumpel oder Kommilitone 3 Wochen auf Malle Urlaub gemacht hat und die Urlaubsbilder abgegeben hat. Und beide haben es Beide haben die geschafft. 1-0 bekommen am Ende. Genau. Noten sind ja auch egal, kann man an der Stelle mal Ja, erwähnen. aber das ist ja auch nur mal so. Finde Du ich gut, finde ich kommst gut. ja auch nicht von der Uni und zeigst denen irgendeinen NC bei Richtig, Medienkunst, sondern sondern deine Referenzen. Vita, also dein Und ich Portfolio. finde auch, das hat mich in der Schule gestört, du kannst doch Kunst einfach nicht benoten. Und insofern geht man hier, finde ich, damit mit den Pflichten und Vorgaben des Bachelor-Systems, des europäischen Bachelor-Systems oder internationalen recht gut um, indem man sagt, Noten sind Das eigentlich egal. stimmt, genau. Aber dann muss ich nochmal fragen, ich weiß es nämlich gar nicht so genau. Ist dieser Studiengang eine Erfindung der Bauhaus-Universität? Oder gibt es irgendeine andere Universität, die das anbietet? Projektorientiertes Studieren. Die ein Medienkunst, Mediengestaltung, Do What You Want, Ist mir Studium. nicht bekannt. Ja, das haben wir schon Aber eine Monopolstellung hier. ja. Wird aber auch ein paar hochgelobt, aber ich glaube eher die eigenen Reihen und von vielen auch ziemlich runtergemacht. Echt, weil mir Ja. wurde immer gesagt, Bauhaus-Uni, Ja, das, Bauhaus-Uni, also klar, da, aber der Studiengang jetzt. ja, das und aber doch, dass ganz viele Leute uns schätzen, weil wir nämlich so, Versiert sind, multi. dass wir so Projekt, ja, dass wir so selbstständige Menschen sind. Ja, also das ist auch das, was ich hier wirklich, das finde ich, ist Teil des Studiums, was hier wirklich am besten gelernt wird. Du musst einfach, wie du es wahrscheinlich später in der Branche auch tust, alles selber machen. Und wenn du hier was nicht machst, das interessiert kein Schwein. Ja, das ist Und richtig. dann hast du aber halt nicht später deine Referenz Aber im das hat man Portfolio. uns auch damals gesagt. Ja. Also jeder hatte ja mal so einen Uni-Schnuppertag irgendwie mit der Schule. Nee, ich nicht, aber ja. Aber fast jeder, außer Jano. Na gut, fast jeder außer Jano hatte diesen Ja. Schnuppertag. Und ja, wir saßen da im Hörsaal und der Prof sagte uns, es ist im Studium, es ist den Leuten so egal, ob ihr zu den Vorlesungen kommt Genau, oder ja. nicht. Das ist Also überall so, das stimmt. niemand wird hinter euch herrennen Ja. und sagen, melde dich doch mal ein bisschen mehr, Ja. schreib dir mal ein bisschen was auf, üb doch noch mal für die Klausur. Das ist den Professoren so egal, du rasselst da durch oder eben auch Ja. nicht, das liegt vollkommen an Ja, dir. ja, ja. Und Und dann muss man auch ja. sagen, dass es dann ja in der Hinsicht schon wieder sehr viel privater und intimer hier ist, weil die Uni erstens sehr klein ist, 3000 Acht, also Studenten. manchmal haben wir teilweise nur 8 Leute in einem Genau, Modul. in einem Modul. Und wir sind ja mit vielen Dozenten echt per Du und reden ganz normal mit denen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nicht alltäglich. Das stimmt. War. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, dass nach der ganzen Einführungszeit, die man so hatte, ich sag mal, ich fand gut, dass die Uni am Anfang nicht so viel einem aufgedrängt hat, in der Hinsicht, dass man erstmal ja eh viel zu tun hatte mit Freunde, Wohnung und so weiter. Ne? Neues Leben anfangen, finde ich so. Da hatten wir ja viel Zeit für, sag ich mal, am Anfang. Dann kam dieser Punkt, wo man einen Freundeskreis langsam hatte oder einen Bekanntenkreis, viel dann ausprobiert hat. So hier im Radiostudio haben wir Nächte gesessen und Drogen. sowas, Drogen. Nee, wo man einfach die technischen Möglichkeiten voll ausgenutzt hat. So, und dann, ich gehe jetzt ziemlich weit nach vorne, weiß ich. Jetzt sind wir schon so im Winter, finde ich. Dann kam für mich das erste Mal die Phase des Overequipped sein, wenn man das so nennen kann. Nämlich, dass wir irgendwie. Damals haben wir auch YouTube-mäßig wieder angefangen, dann irgendwann als Konsequenz, wo wir gemerkt haben, wir haben jetzt alles zur Verfügung und was machen wir? Nix. Nichts, ja. Hat sich aber bis jetzt auch nicht Doch, so bei geändert. mir schon. Okay, wir haben beide einmal einen Kurzfilm gedreht. Ja, ich mache momentan Punkt. viel nebenbei, doch. Ach so, von dem ich nicht weiß. Wie Ja, gerade die geheime Botschaft auf dem richtig, Handy zum richtig. Beispiel. Nee, nee, also ich Okay, ja, du bin. machst vielleicht viele. Nee, ich meine jetzt auch einfach so mit ein bisschen jobmäßig und so. Sowas meine ich auch. Habe ich dir Und schon da davon hast du erzählt? Ich hast du wollte jetzt das nur. Uni-Equipment für benutzt? Nee, das meine ich nicht. Ja, aber ich meine einfach medial produzieren, aktiv sein, kann man auch mit eigenem Equipment. So meine ich es. So, das Einfach stimmt. Aber nur machen. weil du dir ja schon die Der allerteuersten Sachen Studiengang alle steht schon ja für gekauft hast. Machen. Ne, das habe ich doch schon gesagt. M wie Medien steht Ja, auch wie für machen. Machen. Ja. Genau. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie lange reden wir schon? Nicht lang.
Nicht ist dir schon langweilig? Zeig mal. Furchtbar. 20 Minuten. Furchtbar. 25 Minuten. Echt? Ja. Ja, so gefühlt. Wollt ihr noch mehr hören? 45 Interessiert Minuten. Es euch? Schreibt doch mal in die Comments. Wollt ihr noch mal wollt genau. noch weiter hören? Warte, ich guck mal nach. Hier. Hat noch keiner gerade was geschrieben? Das ist immer so. Die schreiben nie, bei Soundcloud schreiben die nie drunter. Schreiben Och, die Leute, nie drunter. Mach das doch mal für den Mirko. Der freut sich doch. Das ist richtig. Jetzt genau. zum Beispiel. Ich glaube, es läuft auf Soundcloud, ne? Es läuft auf Soundcloud. Da kann man doch sozusagen, dann poppt das jetzt auf, wenn du zuguckst. Weißt du, die Kommentare sind ja auf dieser Timeline. Ja, das kommt. Komm, Leute, ja, macht mal hier so ein bisschen das, Pop-ups. Genau, jetzt. Richtig. Hier, Achtung, und jetzt mache ich gleich ein Geräusch und dann kommt ein Pop-up. Wer macht das? Achtung. Bam! So, das sind schon drei. Erwartest du aber sehr jetzt erwarte ich vier. Drei genau. Kommentare. Vor allem zwei ähnliche Kommentare und eins, das ja, komplett genau, anders genau, das ist. Kommt genau, das muss auch eine kontroverse Meinung sein. Das ist richtig. Nee, aber so generell, falls ihr da draußen euch jetzt wirklich denkt, Medienkunst an der Bauhaus-Uni, das möchte ich jetzt machen, also, weil das klang gerade alles so verlockend. Genau, können wir euch ja nicht wirklich was über jeden anderen Medienwissenschafts-, Medienkultur-, Medienkunst-, Film-Studiengang erzählen, denn das ist ja nicht einheitlich, genau. so ein Studium. Genau, also das ist hier definitiv genau. anders. Genau, deshalb da, könnten wir vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben, was für Professuren, also beziehungsweise was für Themengebiete erlaubt uns denn die Bauhaus-Universität, welche Träume dürfen wir hier verfolgen, welche technischen Möglichkeiten haben wir? Wollen wir vielleicht einfach mal damit anfangen, dass wir sagen, was wir aus dem Umfeld so für Arbeiten kennen, die akzeptiert wurden und quasi mit Punkten, mit Credit Points vergütet wurden. Achso, ja, das ich ist denke ja da an gefilzte Vaginas. Ist kein Scherz. Ist wirklich kein Scherz. Vaginas, ja. Augenbrauen, auch eine gefilzte Augenbraue, eine gefilzte Vagina. Genau. Bauchnabel, Fussel. Fussel an die Wand gepinnt. Ja, das fand ich schon sehr hart. Man muss auch sagen, es gibt hier sehr viel freie Kunst. Also ich sag mal 60% frei, 40% vielleicht ein bisschen mehr kommerziell. Wie ist es eigentlich? Dürfen die zu uns? Dürfen die freien Künstler in unsere Kurse kommen und uns alles kaputt machen? Was soll das denn heißen? Ah, da gar nichts. Ich finde auch, dass unsere Kurse zum Teil recht frei angehaucht sind. Und da ist dann auch so ein Bauchnabelfussel sicherlich gut aufgehoben. Aber es ist natürlich auch ganze Kurzfilme, auf jeden Fall. Kurzfilme, Radio, Hörspiele, Features. Sag mal, hier, Animationen viel. Fotografie auf jeden Fall. Habe ich viel auch genau, selber Programmieren. Webdesign. Aber halt auch wirklich so echt komischer Kram. Oder beziehungsweise abwegiger Kram. Zum Beispiel so Live-Installationen für Museen. Viel mit oder Klang auch, genau. Genau, elektroakustische Klangkomposition, ja, Gitarren, Musik, die rückwärts alles, von der Decke ja, hängen genau, und genau, genau. Von Ventilatoren angetrieben genau. werden. Und das Ganze also rotiert dann. Mein persönlicher Lieblingskurs, bis jetzt, was Absurdität angeht, ja? War das Archive, so hieß der Kurs. Ja. Es ging halt darum, Stimmt. dass man so ein bisschen wie sagt man das? Zugang. Genau. Menschen? Nee, oder was Zugang zu fremden Menschen. Jano, du kennst meine Gedanken. Ja, natürlich. Dass man so ein bisschen Zugang zu der Fremde, zu fremden Menschen findet. Ja, und dann gab es halt so Aufgaben wie, verfolge einen Vormittag lang eine Person durch die Stadt und dokumentiere ihren Weg. Genau. Und dann sollte man nachher halt so ein bisschen was darüber sagen, was man denkt, was das für eine Person ist, wenn die irgendwie 2 Stunden im Nanunana bleibt. Natürlich eine absolut geistesgestörte Person, natürlich, die absolut. Vormittag im Nanunana ist. Das ist schon ein bisschen, also komische Sachen, das stimmt. Ja, das, oder was mir sehr, sehr unangenehm war, einen Abend sollten wir dann ebenfalls für diesen Kurs irgendwelche Leute von der Straße einladen zu einem Abendessen bei uns in der Uni. Genau. Da sollte halt jeder so ein bisschen was mitbringen, ein bisschen was backen, Flammkuchen haben wir gebacken. Dann sollten wir halt irgendwen von der Straße mitnehmen. Also in der Gruppe, ne? Nicht ihr zu zweit dann. Nein, also eigentlich sollte jeder alleine eine Person einladen und mitbringen. Ja, und nur, aber ihr wärt dann so eine Gruppe. War. Du musst jetzt nicht alleine mit der Person essen, das, oder? Das ist natürlich richtig. Ja, okay. Das wäre maximal unangenehm. Also da wäre ich ja im Boden versunken. Und ich habe es auch wirklich nur geschafft, jemanden einzuladen, weil ich die Aufgabe ganz blöd an jemanden... Was ist da draußen passiert? Hat er gerade Fabian ein Foto gemacht? Fabian? Ja, ach nö, ist alles in Ordnung. Ah, unser Facebook, Tontechniker ist schon so langsam, dass er die Umgebung fotografiert. Ja. Spricht Bände. Ihr macht das so gut. Ich hab ja hör doch auf. Meine Güte. Okay. Tickle mal ein bisschen. Genau. Ich war so feige, dass ich es an jemanden abgegeben habe, der das dann für mich... jemand für mich eingeladen hat, war auch, der Abend war mir sehr unangenehm einfach. Verständlich. Ich hab die Tischdecke voll gemalt, aber es war auch so eine, die durfte man anmalen. Aber darf ich einmal reingrätschen? Ja, bitte, direkt. Vielleicht sollte man mal erwähnen, dass die Modulwahl, also diese Art der Projekte, völlig frei ist. Also du hast es genommen, weil du wahrscheinlich auch nicht wusstest, was dahinter steckt oder aus Neugier. Aber man muss hier wirklich nichts zwanghaft wählen. Es gibt auch kein Mathe oder so. Eigentlich, mir wurde vorher gesagt, in jedem Studiengang gibt es Mathe. Und ich meinte, nee, es gibt Mathe. Okay, also man kann sich natürlich rausfinden. Du kannst es komplett frei wählen.
Also das finde ich krass. Aber so in Webdesign gab es dann, das ist Mathe schon drin. Ja, natürlich, aber ja. Du kannst ja dann das wählen. Also du musst es nicht machen. Ja, das ist natürlich richtig. Du kannst dich frei entfalten. Wenn man so gar nichts kann, mathematisch. Also man muss das hier auch echt... Der kommt hierher. Man lernt hier viel auch von sich selbst. Ich finde, durch die Dozenten lernt man gar nicht so viel. Was vielmehr durch die Dozenten passiert, sind Kontakte, durch die Uni halt die Technik und dann durch die Dozenten auch die Anregung und die Deadlines und der Druck und dass man einfach sein Portfolio aufbaut. Ja. Das war jetzt einmal kurz ein rein informeller Exkurs. Richtig schön. Wir waren beim Archive. Genau, beim Archive, genau. Gab es da noch irgendwas ganz Absurdes, was wir gemacht haben? Ich fand die gefilzten Vaginas, die, also haben wir jetzt nicht gemacht. Die Vagina war ja aus einem ganz anderen Kurs. Fand ich trotzdem. Das war ja Fiber. Genau, das war ein Kurs, der hieß Introduction to Fiber, da ging es alles rund ums Strickfilzen. Ja, und, genau. Man kann ja mal Fibern, das englische Wort Fiber, ja. Googeln. Es ist Faser. Ja. Genau. Und Fibern steht halt für Textil, für Fasern, genau. Steht halt für Textilverarbeitung und alles, was mit Kurz zu tun hat. Marbeln, genau. Sachen marbeln. Schön auf dem Balkon irgendwie 2 Tage genau. Stehen lassen, bis es ordentlich gemarbelt ist. Keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Und dann sind wir halt auf so einer Vernissage von Fiber und ja, plötzlich hängen diese ganzen Aktfotos an der Wand und wir merken, wir sind gerade in so alles. Es ist richtig künstlerische Kunst, Ecke. Genau. Dasselbe Aktfoto hing übrigens auch im Archive, woran man gemerkt hat, dass sich die entsprechende genau. Person nicht wirklich viel Gedanken... Aber na gut. Im Hintergrund richtig schön Dubstep. Gehört immer genau. Dazu hier. Das selber. Ist sowieso richtig. Musik. Oder so Ska-Punk. Aber da... Also ja, aber dann noch lieber irgendwie Ska-Punk als diesen Minimal. Echt? Wirklich? Aber auch kann also ich beides nicht mehr. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Ska-Punk und Minimal, ja. Würde ich Minimal nehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Erstsemester-Tutor gemacht und denen habe ich auch erzählt, dass ich hierher gekommen bin und jetzt auch nicht so ein Typ bin, der Mainstream-Mucke total gerne hört. Und mittlerweile freue ich mich richtig, wenn ich mal wieder in Lübeck bin und in so eine assige Disco läuft kann. Läuft mal ordentlich David Guetta. Ja, so. Es ist kein Witz. Oder Pitbull oder so. Also, weil es das hier einfach nicht gibt. Hier läuft immer nur Minimal und so. Okay, aber ja, kommt trotzdem hierher. Ja, ne, klar. Also, DJs, kommt das hierher. Das ist aber auch so, also man muss ja auch jetzt einfach mal sagen, eine iTunes-Playlist anmachen. Das machen die DJs bei uns auch und verdienen damit Geld. Wieso können die das hier nicht machen? Haben alle ihre Wieso bringen ihre LPs mit die und haben so alle Scheiß? Ihre personifizierten Spotify-Listen, ja, nein, die sie extra zusammengesammelt haben. Die bringen ja alle ihre Platten mit. Hipster-Urban-Playlist, oh, genau. Ja. Ihre Vinylplatten legen die auf diesen Partys hier. Das ist, geht auf keine... Und es sind halt auch irgendwie 40 Platten, die alle den gleichen Beat haben. Sag ich jetzt mal ganz gemein. Ja, man muss ja auch mal sagen, so, ich sag mal so, 60% aller Studenten sind Hipster. Das empfinde ich zumindest so. Das ist ein klein Berlin hier. Weimar, sagt man ja auch immer so. Leipzig ist das neue Berlin. Ja, aber Weimar ist das neue Leipzig. Das ist das kleine Berlin. Genau. Weimar ist das neue, das ist gut, ja. Das ist Neukölln. Das ist Leipzig. Hier, genau. Und ist aber schön hier. Habe ich das schon erwähnt? Schön, das Weimar. Schön, das Weimar eine schöne, hübsche, ja, kleine, schöne Stadt. Super schön. Ja. Ich glaube, nach 3 Jahren geht es auch noch, aber spätestens nach 5 hat man echt keinen Bock mehr. Dann hat man ja auch hoffentlich den Master. Es ist auch, will ich mal sagen, 60.000 Leute, das ist nicht so viel, ne? Das ist nicht viel, man kennt jeden. Ich kenne jetzt jeden. Ich kenne alle 60.000 jetzt schon. Ja. Mirko hatte sie alle. Ich kannte sie alle. Ja. Genau, das sind halt die meisten wirklich Hips davon. Man sieht viele Bärte. Nichts gegen dich, Fabian. Glanzen. Dein Bart ist super. Der ist auch flauschig. Das ist kein Hipsterbart. Ja, du hast einen schönen Retrobart. Genau. Aber so ein Hipsterbart ist so ein Vollbart, so ein schwarzer Vollbart. Genau. Und so 2 Tunnel, riesig. Zwei Tunnel, Hut, genau. Die Club Martin, so einen selbstgestrickten Pulli. Stickpulli. Röhrenjeans. So Dr. Dre, Beats, Kopfhörer. Sehr gut, ja. Genau. Club Martin muss ja hier sein. Das geht nicht. Der Pullover ist natürlich aus Hanf irgendwie. Ja, also dem Kleidung. Falls man nämlich kein Geld mehr hat, kann man den auch ausrauchen dann. Genau. Und hier gibt es halt auch, also das spricht eigentlich schon Bände, hier gibt es den Automate, ein Clubmate-Automat. Ein Clubmate-Automat. Ich finde, das sagt alles. Ist das nur eine Weimar-Erfindung oder gibt es den überall? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es gar nicht wissen. Nee. Vielleicht erzählst du noch einmal, was eine Mate-Spaß ist, damit die Leute nicht die gleichen Fehler machen. Eine Mate-Spaß war eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Ich finde Clubmate an sich schon echt eklig. Es schmeckt, die beste Umschreibung ist, jeder sagt es, aber stimmt nur mal einfach, es schmeckt irgendwie nach Zigarettenqualm und Aschenbecher irgendwie. Und ist der Slogan weiß ich, nicht irgendwie so sowas ablecke. Wie irgendwann mag man's? Ne, wie war der Slogan? Der Slogan ist, nach dem 5. Man gewöhnt sich dran. Genau. Und das ist absolut, also das ist das einzige Verkaufsargument. Das ist ja wie Bier oder Kaffee. Man gewöhnt sich dran. Ja, aber das ist so ein Argument. Auch, ja. Also ich muss ja, also Club Mart ist auch so teuer hier, wenn du das irgendwo kaufst. Ja, ich habe das ja nur einmal gekauft, für 2 Euro habe ich das irgendwo gekauft. Ist viel zu teuer für ein Getränk, das so schmeckt wie Club Mart. Was hast du denn für die Mate Spaß bezahlt? Für die Mate Spaß? Wieso provozierst du mich jetzt so? Ja, weil für die Mate Spaß habe ich 5 Euro bezahlt. Die Leute sollen nicht den gleichen Fehler wie du machen. 5 Euro. 5 Euro so, für eine Mate Spaß. Was kriegst du dafür? Erzähl mal, was passiert. Einem wird eine Club Mate Flasche vors Gesicht geschlagen. Genau. Und dann sagt die unfreundliche Bedienung, warte, trinken. Nein, nein, nein.
die unfreundliche Biene und sagt. Nein, nein. Und du sagst, was? Nein, es war ja minimal. Ja, es war eher so. Das wäre schon wieder okay. Nein, aber es ist irgendein fetter Beat, du verstehst sie überhaupt nicht. Und dann sagt sie, ja. Trinken. So. Trinken. Dann trinkst du halt so ein bisschen, vielleicht so ein Drittel oder ein Viertel, aber schon lieber ein Viertel, weil man will es ja auch nicht übertreiben, weil man kann auch gleichzeitig nicht so viel auf einmal von der Mate trinken. Ja, genau. Trinkt man davon ab und dann wird das halt dann vollgefüllt, das, was du gerade ausgetrunken hast, mit Gin oder mit Wodka, Rum oder mit Wodka oder mit allem, was ein bisschen eklig schmeckt, ist also quasi kombiniert, was eklig ist. Ja. Und was eklig ist und rauskommt eine Matte Spaß und ist wirklich das pure Partyvergnügen. Kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, heißt nicht umsonst, der auf seiner ersten Studentenparty ist, einfach nur eine Matte Spaß bestellen und schauen, was mit einem passiert. Genau. Ja, mental und körperlich. Herzlich willkommen zum What the Nerd Podcast. Heute hier mit gastronomischen Highlights. Richtig, haben wir heute als gastronomischen Thema. Tipps. Genau, die Matte Spaß war gerade dran. Auf jeden Fall bestellen. Jetzt reden wir noch über das Pilzragout mit einer leckeren Rahmsoße und Trüffeln. Das fand ich ganz interessant. Die waren wirklich lecker. Richtig, gab es in der Mensa am ersten Tag. Weil sie sich immer so viel Mühe geben, uns richtig zu überraschen, zu überzeugen, zu begeistern. Genau. Ich muss sagen, ich bin selten beeindruckt vom Mensa. Ach, ich bin selten begeistert vom Mensa-Essen, aber immer beeindruckt. Catchen einen immer. Immer beeindruckt. Also der Titel ist immer, also ich sag mal so, es gibt einen Typ, der das extra sich die Titel ausdenkt. Das ist ein Job. Ich glaube das auch. Ist schon ein Job. Kennst du von den Ärzten das Lied, der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt? Vielleicht kann man das mal weiterreichen, dass die vielleicht auch mal über den Typ, der bei der Mensa die Speise das Hähnchenfleisch die Frauennamen gibt. Genau. Genau. Genau, da gibt es dann das Hähnchen Gloria in Pilzsahne-Soße Diana, mit weiß ich noch. Burgunder, ach, keine Ahnung. Das war nämlich damals am Todestag von Diana. Ja, und no joke. Und da gab es wirklich dann das Hähnchen Geflügeldings Diana. Ja. Das war so. Und erst habe ich gedacht, wieso denn jetzt, also es ist einfach nur so ein Hähnchendings. Ja. So, und dann bei NTV gelesen, irgendwie 5 Cent Todestag von der... Ja, dann denkt sich da jemand was bei. Ja. Das Fleisch bei uns an der Uni wird immer nach berühmten toten Persönlichkeiten benannt. Dann haben die so einen Eventkalender, dann sehen die immer, was gerade abgeht. Ja, genau. Die haben auch so einen Abreißkalender von Meyer oder von Brockhaus, wo dann immer drin steht, was passiert ist an dem Tag. Und dann schauen sie, wie sie das Mensa-Essen nennen. Das ist eine richtig gute Idee. Mhm. Ja. Also sonst, wie findest du den Mensa so? Wir haben jetzt kürzlich auch erst den Solidaritätskartoffelbrei gegessen. Das war auch schön. Hieß was? War jetzt vom Paar. Ist echt so? Ja. War ein schlechter Witz. Witz, den ich nicht. Ach so, weil letztens Tag der Deutschen Einheit war. Genau. Nee, Einheitsbrei. Ja, genau. Da muss sogar Fabian lachen. Ja, das war schön. Wirklich schön. Stand so auf der Tafel. Ja, heute gibt es Einheitsbrei mit. Warte, man muss auch den. Was auch mal sehr schön ist, ist. War gut, Jano. Wenn es irgendwas blablabla gibt. Bio-Gemüse-Eintopf mit Bio-Möhren, wie war das? Wenn was Bio ist, aber dann ist noch ein bisschen Bio drin, dann weißt du, dass der Rest nicht Bio ist. Das ist der Trick. Genau. Zum Beispiel Spinat mit Bio-Spinat. Genau. Genau. Dann ist es halt nicht 100% Bio. Nee. Ja, genau. Also das ist eine Wissenschaft für sich, das ist ganz fuchsig. Da ist man mindestens ein Semester mit beschäftigt. Sich über die Mensa und die Gegebenheiten da auseinanderzusetzen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so anspruchsvoll beim Essen. Ich freue mich, dass ich was zu essen kriege, auch noch so günstig. Und dafür ist die Mensa echt super. Ich habe echt Schlimmeres erwartet, ja. Als es damals hieß. Also ich hatte nie eine Schulkantine. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Deshalb ich auch nicht. War ich das nicht gewöhnt. Wir hatten eine Cafeteria. Grüße an Andi. Jo. Grüße, Andi. Ja. Andi, Grüße. Andi hatte gemacht. Nico, auch Grüße an dich. Ja. Ein ist unser Zuhörer gerade. Achso, Andi war mein Typ von der Cafeteria. Echt? Hörte das, meinst du? Nö, weiß ich nicht, aber ich wollte ihn trotzdem mal grüßen aus Höflichkeit. Oh ja, der könnte ja vielleicht bei deinen Geräuschen was markieren, einen Kommentar schreiben. Na, ich habe jetzt schon 3 gemacht. Oder meinst du, es ist noch einer? Nee, aber Andi hört es jetzt und denkt sich, oh fuck, jetzt muss Andi, ich da jetzt, aber jetzt kommt Kommentar. Jetzt kommt dein Kommentar, Achtung. Andi! Das ist ein Pokémon. Kennst du? Das Andi. Echt? Das macht er mal. Andi! Hast du dir ausgedacht? Andi! Los, Andi! Gib mir doch kein Pokémon, das Andi heißt. Doch, kann Aquaknarre und Donnerblitz. Das Aquaknarre spucken, ne? Pokémon 162. Aber jetzt erzählst du aber Quatsch. Nein! Sogar der Turmmann schüttelt gerade den Kopf und ganz kurzer Exkurs zu Pokémons. Kann ich das kurz erzählen? Jetzt habe ich hier diese Plattform. Klar. In der Grundschule hatte ich einen Freund, sag ich mal, oder einen Bekannten, der hat erzählt, dass es Glurak in Silber nur 3-mal auf der Welt gibt.
Und ein hat seinen Kumpel zerrissen. Das heißt, es gibt nur noch zwei. So einen Freund hatte ich auch immer. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Yu-Gi-Oh-Karten. Ey, ich habe das linke Bein von Exodia. Und wenn du das mit dem rechten Bein und dem linken Arm und dem Kopf kombinierst, und dem rechten zusammen, dann ist es über 1 Milliarde Euro wert. Und scheiße, ein Kumpel von mir hat das. Oder Gogos. Kennst du die Zeit noch mit Gogos? Ist das nachts verbrannt. Ja. Gogos, die man so, diese kleinen Plastikteile. Nee. Ich war auch so ein Typ, ich bin immer sehr sparsam, ich habe mir sowas nie gekauft, nie einen Cent für ausgegeben. Keine einzige Aber ich habe immer dann von Kumpels so die schlechten bekommen, die schlechten Gogos und die schlechten Pokémon-Karten, mich dann hochgetauscht. Okay, hast du auch ein Beyblade bekommen? Wie sind wir hier gekommen vom Thema Medienstudium? Kannst du irgendwas bitte beantworten, ob du mal Beyblade hattest? Ich gab mal, glaube ich, im Mickey Mouse Heft einen, dann hatte ich einen. Ich habe Mickey Mouse, habe ich gelesen, da waren immer extra. Disney hat einen Deal mit Beyblade? Mit Sicherheit. Ach du meine Güte. Okay, zurück zum großen Mediengestalter-Podcast. Das war die Grundschule, jetzt geht's wieder zurück auf die Universität. Ja, wir bewegen uns jetzt ja mal weiter. Wollen wir vielleicht mal auch mal ein bisschen auf die Richtung gehen, wo es hingehen soll? Oder ist es schon zu viel Philosophie? Also, wir haben ja jetzt so gut wie das erste Semester abgegrast, denke ich. Die ersten zwei. Ah, nee, eine Sache möchte ich wirklich noch erzählen, wo wir gerade so bei absurde Kurse waren. Es gab einen Kurs, der hieß... gerne, danke. Okay. Es gab einen Kurs, der hieß Interventions Design. Ja. Und da ging es halt um... Oh, Fabian, der Turmmann schaut gerade auf und lacht, weil er den Kurs auch besucht hat und weiß, was jetzt kommt. Genau. Interventions Design, das ist ein Kurs, wo es halt um Interventionen geht im Real Life, im echten Leben. This is the real life. Is it just fantasy? Oh, ich unterbreche dich immer, das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. Nee, das ist super. Geht weiter. Für einen Podcast, richtig angenehm zu hören. Ja. Zum Beispiel Fabian, darf ich verraten, was deine Intervention war? Ja, klar. Fabian sagt ja. Ja, gut, dann verrate ich das mal. Fabian hat sich richtig schön sommerlich mit Bahamas-Shorts durch das winterliche Weimar bewegt. Und so getan, als hätten wir 30 Grad, obwohl es in Wirklichkeit minus 2 waren. Das war eine fantastische Intervention. Die Menschen sind kreischend hinter ihm hergelaufen und waren begeistert. Und so macht man halt auch oft auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam mit so einer Intervention. Absolut. Zum Beispiel, man muss es nur richtig interpretieren. Also ich fand, eine der besten Ideen war, auf einem Festival einen Herzinfarkt vorzutäuschen. Richtig lustig, oder? Ja. Richtig gute Idee. Ja. Nämlich, um da aufmerksam zu machen, dass sich Menschen über Herzinfarkte aufregen, obwohl in Afrika Kinder sterben. Das ist gut. Genau. Also im Endeffekt, auch hier musste man, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, die Idee war ja cool, einfach in Badehose im Winter durch die Fußgängerzone gehen. Liebe Medizin- und Jurastudenten, und wie habt ihr eure 6 Credit Points damals gekriegt? Genau. Ein Credit Point hat den Wert von 30 Stunden Arbeit. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich hoffe, das war, also da steckt schon eine Menge Arbeit drin, das denken wir immer gar nicht bei so einer Intervention. Den müssen wir auch filmen. Ja. Meistens. Genau. Und zum Beispiel auch eine sehr schöne Intervention war, eine Freundin von mir hat einen Gesprächskasten für einen Fahrstuhl gebaut. Okay. Da waren so Gesprächskärtchen drin, die konnte man unten rausziehen. Okay. Und dann halt mit dem Typen, der im Fahrstuhl sitzt, sprechen. Ach so, als Diskussionsansatz. Hast du das nicht mitbekommen damals? Doch, ich tue es. Oder tust du gerade so, als würdest du dich kennen? Wir haben eine leichte Rückkopplung. Drückst du gerade eine Taste da drüben, Fabian? Nee. Ich höre gerade mich so ein bisschen. Ich höre immer so ein... Hört ihr das auch? Ja, ich höre das. Ich höre das meistens bei dir. Ich höre es jetzt gerade seit 5 Minuten oder so. Wie jetzt würden wir in so eine Röhre sprechen, ne? Kann eigentlich nicht, darf eigentlich gar nicht vorkommen. Fabian, das klingt aber gar nicht gut. Ganz aufgeregt da an den Reglern rumdreht. Das klingt aber gar nicht gut. Eieiei. Oh, er springt hoch. Ja. Das sah aber nicht gut aus, so, Fabian. Und da merkt man schon, Studium bringt hier eigentlich gar nichts. Da, wo wir gerade die ganze Zeit... Oh, jetzt ist es besser, ist viel besser. Oh, was hat er gemacht? Fabian? Ach. Jetzt sag mal ganz ehrlich. Ich hab gar nichts gemacht. Ist gerade ein bisschen lässig an den unbenutzten Reglern geregelt. Genau, aber es war gerade die Zeit, wo wir über Beyblades gesprochen haben. Das kommt alles raus. Es ist maximal 100 Mal besser als. Also, ich möchte einen Podcast nicht runtermachen, aber das ist bestimmt schon akustisch professioneller. Ach so, fick dich. Ach, ich hab keine Ahnung. Okay. dann zurück zum Gesprächskasten. Hat ihn wirklich. Ein bisschen geht noch, ne? Ja, ja. Hat den Gesprächskasten in der Bibliothek so schön in den Fahrstuhl reingehängt, hat gehofft, dass es vielen Menschen Freude bringt. Halbe Stunde später war es abgehangen. Also wir waren in der Bibliothekarin gefragt, ist das ihr's? Also nö. Abgehangen, in den Müll geworfen. Ja, richtig. Also ob es im Müll war, weiß ich nicht, aber weggebracht, in so einen Schmelzofen reingelegt. Das ist traurig. Ja. So viel zu Intervention Design. Aber reden wir ein bisschen über dieses Semester. Wir haben uns beide einen kleinen Traum verwirklicht. Wir haben unseren ersten professionellen du hast schon mal einen Kurzfilm gedreht und ich habe versucht im ersten Semester, obwohl das auch nicht so wirklich zählt. Oder sagen wir mal, bisher in unserer professionellen Karriere der erste Schritt. Ne? Das kann man durchaus sagen. Das ist so ironisch, weil das auch der Titel deines Films ist, Jano. Ach, ein Schritt. Ein Schritt. Ach,
War natürlich extra, ich versuche schon die ganze Zeit so unterbewusst da überzuleiten. Oh mein Gott, Jano, hättest du es einfach gesagt. Blog, vorzubereiten. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall Kurzfilme gedreht. Von der Drehbuchschreiberei bis zur fertigen Produktion mit einem richtigen Team, also richtig aufwendig, mit, es war bis zum Catering durchbesetzt. Und das war schon was anderes. Das war schon richtig professionell und hat auf jeden Fall richtig Bock gebracht. Ne? Ich muss auf jeden Fall sagen, es war genauso wie das Alleine sein. Ja. Nicht besonders angenehm, aber eine wertvolle Erfahrung. Ja. So die ersten 2 Tage hat es noch Spaß gemacht. Es waren ungefähr 6 Tage, die wir durchgedreht haben, glaube ich. Und am letzten Tag waren halt einfach alle nur tot und mein Zimmer, ich war der aller... dümmste Vollidiot und habe gesagt, die ganze Technik kann natürlich in meinem Zimmer stehen. Ich habe ja ein recht großes Zimmer und dann habe ich mit einem C-Stand in meinem Bett geschlafen. Ach Fabian, das klingt aber auch. Das klingt gerade echt komisch. Wie ein Holerzahn. Ich wollte nochmal kurz reinwerfen, dass ich die Woche gar nicht doof fand nach 2 Tagen. Ich fand die ganze Woche super. Also Dreh ist super stressig, aber das ist echt so bisher. Wenn ich Lebenszeit definieren müsste, gehört es zu der besten Zeit. Ich finde es total geil. Dann musst du aber auch sagen, das, was da entsteht, das müssen halt coole Leute sein. Aber das waren coole Leute, das macht einfach nur Bock. Das ist natürlich richtig, aber da muss man sagen, du warst ungefähr am zweiten oder am dritten Tetrag, warst du durch mit deinem Film? Ja, aber ich habe ganze Woche noch Kamera gemacht. Das ist natürlich richtig, aber ich meine, wenn so das eigene Projekt aus dem Rennen ist, dann ist man ja schon mal erstmal so ein bisschen so... Ja, und mein richtig. Projekt war zum Beispiel das allerletzte und das alle waren schon so... Die Kameraassistenz zum Beispiel... Auch inhaltlich war es das allerletzte. Ja. Die Kameraassistenz hat bei meinem Dreh die ganze Zeit rumgenörgelt, dass sie nach Hause will. Gleichzeitig lief das Spiel Deutschland gegen Frankreich. Ach, Liesel wollte die ganze Zeit nach Hause. Oh, jetzt auch mein Name genau. Was ich nicht gut in der Vita, die nörgelnde Kameraassistenz. Nee, ich hoffe, wir sind noch drauf. Ich bin gerade ein bisschen weggegangen wegen der Rückkopplung, schon jetzt so seit den letzten... Unser Tonmann rennt noch immer verzweifelt. Letzten 25 Minuten. Ach Leute, das interessiert euch doch gar nicht, oder? Wir labern hier aber auch einen Scheiß die ganze Zeit. Nee, solche persönlichen Geschichten sind doch viel spannender als so ein formales Gelaber. Ja, aber unser abschweifendes Gelaber, wie jetzt gerade, in diesem Moment. Ah nee, das ist der Geist vom What the Nerd Podcast. Ach so. Wirklich, ich weiß, du hörst sie ja ständig. Ich habe sie alle mehrmals gehört. Ja, ja, ja natürlich. What gut. else? Ich mag tatsächlich das Intro. Soweit bin ich immer gekommen. So richtig kreatives Chiptune. Wer hat das eigentlich gemacht? Ernst gemeinte Frage. Paul hat das gemacht. Paul ist wirklich selbst gemacht. Abiturierend. Das habe ich mir gedacht, das wirkt sehr intellektuell. Ich meine, er macht gerade sein Abitur. Ja, aber wird er schaffen? Also, er geht noch zur Schule. Er wird es schaffen. Ja. Das hört man. Ich sag mal, 1, oh, das ist aber auch 1, 2, 1, 6. Das klingt ja gerade wirklich, ich will nicht drauf rumhacken. Darf ich jetzt wirklich mal einen Test machen und einmal ein bisschen näher rangehen, ob es vielleicht wirklich an mir liegt? Achtung, einmal vielleicht Ohren zu halten zu Hause. Das ist ein Test, ich bin näher dran. Hallo, ich komme jetzt gleich aus der Box. Ist definitiv besser. Pass mal auf, dass ihr da ein bisschen näher rangeht vielleicht. Okay. Dankeschön. Oh Gott, ja, guck mal, das heißt jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Viertelstunde des ganzen Podcasts für den Arsch, wo das Wichtigste... Ach, nö, ist alles bestens. Leute, hört ihr eigentlich wirklich unseren Techniker, weil sonst reden wir immer nur mit uns selbst. Aber das passt schon. Nö, das ist schon okay. Alles gut. Auf jeden Fall, also der Dreh war auf jeden Fall die größte Erfahrung bisher und da will ich auch weitermachen und ich werde auch wieder drehen. Also, ich habe vorhin schon mal drauf hin, ich will wissen, wie soll es bei dir weitergehen? Das möchte ich wirklich. Wie soll es bei mir weitergehen? Die Leute interessiert das vielleicht auch. Ja, wenn. Was plant der? Wo sie schon meinen ersten Kurzfilm nicht gesehen haben, meinen zweiten ebenfalls nicht. Werden sie wahrscheinlich auch brennend an meinem dritten Projekt jetzt interessiert sein. Also ich bin immer noch dem Film zugeneigt, obwohl ich gerade merke, Jano, mit dir macht Radio richtig Spaß. Meinst du es im Ernst? Ja, es macht auch Spaß. Aber man kann vielleicht verraten, dass wir eine super Konzeptidee vor langen Wochen haben. Eine tolle Konzeptidee entwickelt haben. Ah, wie schweifisch. Das wollen wir ja nicht sagen. Genau, und ich möchte wirklich gern beim Film bleiben und wahrscheinlich noch 1, 2 weitere Kurzfilme drehen, bevor ich mich an einen Long zur Uhr setze. Achso. Ja. Bevor ich in Frührente gehe. Genau. Und mich an einen Langspielfilm wage. Und ja, dann bin ich schon im Terrain meiner Träume angekommen. Ja? So bist du nicht, sagst du? Nee, da bin ich ähnlich. Da bist du ähnlich? Ja, ähnlich. Also auch noch ein bisschen Kurzfilm, klar. Jano, da bist du ähnlich. Ich zitiere mal hier Donnersmark oder wie er heißt. Der meinte, man soll sich niemals mit Kurzfilm aufhalten, weil es total der Scheiß ist. Und dann hat er The Tourist gemacht. Ja. Also sehr guter Tipp von Florian Henkel von Donnersmark. Gut, davor hat er aber... finde ich auch nicht so gut. Finde ich gut. Ja. Wie heißt denn der? Ich überlege Beim Schweigen meiner Lämmer. Nein. Die Lämmer. Nein, ich meine das Schweigen meiner Leben meiner Schwester. Nein. Das Leben der anderen. Ja. So. So. Geht doch. Fand ich gut. Ja. Fand ich sehr gut. Hat er eigentlich einen Oscar gewonnen für Bester? Ja.
klar. Fand ich nicht gerechtfertigt dann. Doch. Aber na gut. Ja, doch, nein, doch. Doch. Oh. Oh. Okay. Also das ist auch dein Ding noch. Du, ja, du meinst auch Richtung Film gehen. Ja. Und ich will auch versuchen, trotzdem, ich habe so gesagt, ich mache hier niemals Master, aber es sind natürlich auch Freiheiten, die man hier hat, den Studentenstatus und man kann sich hier entfalten. Man weiß es nicht. Ich habe auch gesagt, ich möchte hier nie den Master machen, aber andererseits habe ich zum Beispiel auch nie gedacht, ich möchte hier ein freies Projekt machen. Ja. Und jetzt waren zum Beispiel die Module so beschissen dieses Semester, dass ich, also ich war so kurz, mein Finger hat schon gezittert. Freies Projekt ist quasi, man definiert selber die Aufgabe, die man über das Semester erfüllen will und kriegt dafür Punkte in Absprache mit einem Professor. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass... Also zum Beispiel Film, also wenn ich das machen würde, da wäre ich... Da wäre ich nur noch irgendein knochiges Gerippe nach einem Semester. Weil diese Freiheit... Oh, das ist gerade eklig. Das klingt auch echt ganz... Also das klingt... Also ich weiß auch gar nicht, ist auch einfach ein Hinweis, dass wir langsam zum Ende kommen. Dass wir aufhören sollen. Ja, aber Fabian, ich sehe auch immer nur, dass er von links nach rechts rennt und... mit den Schultern zuckt. Panisch wird, mit den Schultern zuckt, aber auch sagt, alles ist super und das glaube ich ihm dann auch. Und es ist sowieso... Es schwankte mal ziemlich. Oh, wow, 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 wow. Wenn ich den Knopf drücke... Oh, wow. Okay. Ach Fabian, Leute, Mensch. Leute, ihr seid hier. Also auf jeden Fall natürlich trotzdem super nett, dass... Wir reden gerade völlig durcheinander. Ach gar nicht. Ah, also auf jeden Fall super nett von Fabian, dass er überhaupt hier ist, um uns aufzunehmen. Ja, danke Fabian. Und da sage ich nochmal danke Fabian. Ich auch. Danke, er nickt. Ach, das wir wollen. Genau, und wollen wir nicht auch jetzt langsam mal... Genau. Also, Mensch, nee, ohne Scheiß. Was willst du den Leuten... Stell dir vor, es sitzt gerade einer wirklich hier jetzt... Hat sich durchgequält, die letzten, was weiß ich, 40 Minuten. Sound und alles. Ja, hat sich durchgequält, um jetzt eigentlich nur einmal zu wissen, welchen Tipp können wir als aktuelle Bauhaus, Medienkunstgestalter, Studenten ihm geben, wenn er sich bewerben möchte und das jetzt mal... Was kannst du ihm für einen Tipp geben? Also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt jemandem den Tipp geben würde, irgendwas, also was Mediales zu studieren. Denn ich glaube, das ist, das war ja von mir schon nicht schlau, ist von dir auch nicht schlau und absolut, ist von der Hälfte der Menschen, die studieren, nicht schlau, weil es einfach nur so eine Ausweichmöglichkeit für. Aber ich weiß nein, das stimmt nicht. Das kommt drauf an, das ist bei vielen so. Aber ich würde sagen, bei mir nicht. Bei mir ist es genau das Richtige. Aber ich würde sagen, wenn ihr meint, dass ihr wirklich was anderes gleich gut oder besser könnt. Dann macht das aber, das stimmt. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, mache ich jetzt Mathe und Latein auf Lehramt oder mache ich Medienkunst, Mediengestaltung? Dann macht Mathe und Latein auf Lehramt. Da würde ich sagen, macht lieber Mathe und Latein auf Lehramt. Da seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Jetzt aber nochmal positiv, genau, ernst gemeinten Tipp. Einfach du. Genau, der muss positiv sein. Als will sich jetzt jemand bewerben. So. Dann sage ich, kannst du irgendeinen Tipp geben? Dann gib dein Bestes bei dem Bewerbungsverfahren. Oh, ich hätte gerne noch über das Bewerbungsverfahren geredet. Dann machen wir das kurz. Das verpacken wir jetzt als Tipp. Das verpacken wir jetzt als Tipp. Ja, genau. Zum Abschluss. Dann gib dein Bestes bei der Bewerbung, denn so leicht ist es im Endeffekt doch nicht. Genau, da haben wir immer, aber stimmt. Hat sich herausgestellt. Ja, ich saß als Jurymitglied in der Bewerbung dieses Jahr und da war wirklich eine Menge. Was haben wir gesagt? Absoluter Viertel Müll dabei. Durch, ne? Ein Viertel? Oder? Es ist so ein Dreh, also weniger als eine Hälfte. Also auf jeden Fall. Das ist ja schon krass. Ja. Ist auf jeden Fall krass. Fühlen wir uns geehrt. Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte erst, es wäre einfach hier durchzukommen, genau, und dass ich es geschafft habe, hat sich wohl dadurch dann für mich bestätigt. Ja. Aber jetzt, wo ich da selbst drin lag, was die Leute für einen hanebüchenen Quatsch mitgebracht haben. Ja. Das eine, wenn ich keine Namen nenne, darf ich das wohl sagen, ein Mädchen hat so ein Video mitgebracht von so einem Bogenschießwettbewerb, wo man halt wirklich einfach nur, das war eine Einstellung, wo man sagt, dass jemand vor die Kamera trat und mit einem Bogenpfeil auf so eine Strohzielscheibe in der Ferne schoss. Ja. Und die Dozenten wussten alle nicht, was sie sagen sollten. Und der eine hat die Arme verschränkt und hat gesagt, boah, schon eine ordentliche Kraft hinter diesem Pfeil. Und dann sitzen wir natürlich nachher in dem Raum und haben mega über die abgelästert und gelacht und dazu Sekt getrunken. Na, aber das ist halt einfach so in der Uni. Und Koksnoten. Koksnoten, alles. Ja. Genau, also tut das Beste bei eurem Vorstellungsgespräch. Genau, bei dem Eignungstest. Genau. Und, aber habt auch keine Angst. Seid einfach hier selber sehr und sehr viel Eigeninitiative mit. Es ist generell hier so, man muss sich verkaufen. Also in positiver Hinsicht, man muss einfach... wie auch in negativer. Genau. Man muss zu seinen Sachen stehen, man muss zeigen, dass man was kann, weil das musst du später auch, wenn du in der Richtung was machen willst. Sonst kannst du wieder gehen. Also ich meine, sonst dümpelst du hier nur rum. Ja, jeder will hier was werden. Das ist richtig. Und außerdem müsst ihr wirklich selbstständige Menschen sein. Denn wenn ihr am Nasenring durch das Studium geschleift werden wollt, dann wird das hier wirklich definitiv... Oder am Tunnel halt. Oder wenn ihr an eurem Septum durchs... genau. Durchs Studium geschafft wird, dann wird das hier für euch nicht funktionieren. Genau. Aber trotzdem freuen wir uns auf euch. Also ich finde es trotzdem, mittlerweile bin ich hier echt ein Fan. Ich finde es cool hier. Das war am Anfang anders und mittlerweile bin ich hier echt zufrieden, dass ich hier gelandet bin. Du auch?
Ich bin auch einfach so. Ich bin auch wirklich froh. Ich hab Freunde gefunden. Ich fühle mich hier wohl, weil es eine schöne Stadt. Die Bauhaus-Uni ist eine schöne Uni. Richtig. Fabian ist ein toller Tontechniker, auch wenn das hier gerade alles nicht so wirklich klappt. Aber egal. Das ist, aber trotzdem ein viel schöner Bar. Equipment auch zu Hause. Ja. Das ist toll. Ja, mir geht's gesundheitlich so schlecht wie noch nie in meinem Leben hier an der Bauhaus-Uni. Man wird richtig ungesund als Student. Frisst nur noch. Aber das liegt ja nicht an der Uni. Nee, das liegt am Studenten. Das liegt an uns. Wir Armstudenten. Dass wir so einen gesunden Lebensstil haben. Genau. Okay, gut, dann sollten wir uns verabschieden, oder? Habt ihr irgendeine Standard... Ich hab nie so habt ihr noch gehört. Fragen, Leute? Nee. Habt ihr eine Standard-Verabschiedungsprozedur? Ja, alle sagen in sehr, sehr unangenehm... Oh. Ja? Und das Fabian gerade nicht hingeschaut hat. Unangenehm, oder? Was da passiert ist. Ja. Nee, alle... Am Ende kommt ein bisschen betretenes Schweigen und dann sagen wir in sehr unangenehmen, langen Abständen Tschüss. Und dann ist auch einfach Schluss. Okay, wollen wir das machen? Ich zähle bis drei und dann machen wir dieses Schweigen. Okay. Ja? Ich sag meistens, ich war der Mirko und verabschiede mich von euch. Okay, dann und jetzt ist eine lange Pause und dann sagst du erst, weil du nicht gecheckt hast, dass es vorbei ist. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ich war der Mirko und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ja. Ja, das war's dann noch von mir. Vom Jano, war nett, dass ich hier zu Gast sein durfte und ja, ich bin gerne mal wieder, also wenn du mal wieder irgendwie, falls ich eine coole viertelstündige Idee für ein zukünftiges Format habe, dann lass ich dich das wissen. Haben wir ja zufällig. Ach, das ist ja praktisch. Das ist eine tolle Idee. Dann hören wir uns vielleicht bald wieder, Leute. Alles klar. War nett hier. Tschüssi. Tschüss. Schönen Abend noch.